Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Breath of Fire 3 von Shadowlord. Ja, beim letzten Mal habe ich vorhin nicht das Mikrofon gerichtet. Entschuldigung. Haben wir den Gaussweg und den Gaussberg erklommen und haben uns zu Rai aufgeschlossen, der uns dann gesagt hat, dass er vermutet, dass Banyan von ihm und uns jetzt wahrscheinlich möchte, die Bestie zu töten, die in den Bergen hier lebt und das Dorf McNeil überfallen hat. Und wisst ihr was, Leute? Das machen wir jetzt auch. Darf ich denn nun vorstellen, unser erster Boss? Darum. Hallöchen, das ist die Nur. Ein Wesen, was noch aus der asiatischen Mythologie bekannt ist. Er steht früh auf, oder? Ja, Leute, wie gesagt, Nur ist unser allererster Boss. Und Bossgegner begeht man in der Regel nur ein einziges Mal. Deswegen werden wir nur niemals herausfinden, wie viel HP der prozentual ungefähr hat. Also wollen wir doch erstmal den Boss plündern und auf ihn draufkloppen. Kloppi kloppi machen. Zack und peng und was haben wir? Drillkraftfutter. Ja, das Kraftfutter. Wundervoll. Und ouch. Ja, nur, wie es sich für den Boss mal gehört, ist stark. Und das Kraftfutter macht uns ebenfalls stark. Und ja, heißt es erstmal hier draufkloppen, draufkloppen, draufkloppen. Da sich hierbei der Nur tritt. Ja, das ist ein ziemlich starker Angriff. Ich glaube, da hat noch Stadtzentrum gemacht. Jedenfalls, da es sich hierbei natürlich um den ersten Boss handelt, ist er relativ leicht. Also da reicht auch schon eigentlich ein stumpfes Raufprügeln. Allerdings, wenn ich jetzt automatisch Kampf stellen würde, hätte das wirklich Problem, dass ich nicht rechtzeitig rein könnte. Notfallsituation. Die bisher allerdings nicht bestehen. Wenn Tepo drauf treffen würde, wäre es ja noch besser. Übrigens kann es natürlich auch passieren, dass sich nun auch unsere Gegner an uns rächen können. Das ist jetzt relativ selten und auch nö, das kann kluren. Ups, habe ich voll vergessen. Gut, da haben wir schon den ersten Moment, wo wir Zauber müssen. Sobald wir. Ach man, Jorn, jetzt musst du aber auch mal treffen. Giftschaden, klar, okay, kein Problem. Rein draufhauen, Tempo draufhauen und Lorn benutzt Anti-Dot. Und Zacki. Na gut, eine Reihe ist natürlich. Na, da haben wir schon mal den ersten Racheangriff des Gegners. Und, ach nö. Ich glaube, Chloren ist, dass sich da bei keinen direkten Heilzauber handelt. Meine Antidot nicht in meinem direkten Heilzauber. Deswegen ist es nicht so schnell wie zum Beispiel das Heilen. Aber wollen wir noch mal weiter machen mit den. Autsch. Das rechnet sich aber ganz schön auf, was? So, rein draufhauen, Tepo draufhauen und Lorn sicherheitshalber nicht Antidot, sondern einmal heilen auf Tepo. Und Rai haut drauf. Und was macht die Nur? Macht erstmal nichts, denn er ist Lorn dran mit heilen. Wunderschön. Wunderschön. Allerdings tut die Nur nun abhauen. Kommt, ihn nach. Ja, Leute, ein paar großer Sieg. Naja, so wie sie bezeichnen. Die Nur ist tatsächlich zwar unser erster Boss. Allerdings haut er mal unseren ersten Zusammentreffen erstmal ab. Erst einmal aber jetzt mal hier ins Häuschen rein und das Bett lockt. War ich bequem. Möchtest du ausruhen? Klar doch! Erstmal uns von dem Kampf erholen. Ja, ich hätte natürlich jetzt auch mit dem Zauber draufhauen können, allerdings wusste ich ja, dass sie nur wieder abhaut und ich wollte es ein bisschen spannender machen. Bei dieser Drachenstatue hier können wir übrigens auch speichern eben schnell. Aber wie ihr sehen könnt, die nur ganz schön gewütet. Und, ach nein, hier sind auch noch Gegner. Na gut, aber jetzt wo Rai dabei ist, sollte es. Ja. Relativ schnell gehen, wollte ich gerade sagen. Aber nicht, wenn da zwei Ei und zwei Magigo sind. Nanometer, es geht da mal erstmal. Hallo? Geht's noch? Oder wie? So, erstmal Rai dann auf die Magigo und Tepo auf die. Und Tepo und Lorn auf die Aigo. Rai kann er. Rai theoretisch will jetzt ein Aigo mit einem Schlag töten. Das hat er gezeigt, wirklich nur theoretisch. Und jetzt kriegen wir schon den ersten Brennangriff ab. Das ist toll. Das ist einfach nur toll. Denn ich wollte bei dem Part wollte ich gerne auch die Nur noch komplett runterbringen mit dem nächsten Bosskampf auch. Das heißt also, wahrscheinlich werde ich dann vor den nächsten Kämpfen wahrscheinlich entweder abhauen oder vielleicht werde ich in dem Part doch mal ab und zu einen Kampf rausschneiden. So, und du stirbst nicht. Hallo. Immer diese querulantischen Gegner hier. Weil ich schiff's aber, oder? Na klar, einen kritischen Abwurf, den letzten HP.
Reich du mich auch mal. Und Tepo kannst auch mal treffen, oder? Geht doch. So, der Feind ist geschlagen. 6 EP und 48 Sandy. Und so, was ich gerne zeigen wollte. Da vorne ist die Höhe der Lur. Allerdings möchte ich doch vorher nochmal da oben gehen. Denn ihr habt schon gesehen, da ist nicht alles Beutelchen. Da ist ein Item. Und dieses Item, das ist nur kurz da. Allerdings, ach, schon wieder Gegner. Ohne Scheiß, ich hau jetzt ab. Brauchst du jetzt, heißt schon wieder der Gegner, die jetzt auch noch wieder einen Gonkopf mit drei Eigos. Ich glaube es ja nicht. Hätte ich wenigstens Einfluss, dann könnte ich den Eigos sagen, greift den Gonkopf an. Naja, also erstmal hier, das Ding hier, du fandest Vitamine. Oh, das ist sogar noch besser. Vitamin E ist nämlich die Variante für alle. Das ist gut. So, dann wollen wir aber erstmal jetzt hier in die Höhle des Nur, die bewacht wird, aber nicht von der Nur, sondern von ein Puffgo, ein Magigo, ein Aigo und zwei Kerr. Eigentlich super Erfahrungspunkte, um die Gegner, ich kann nicht entkommen. Das ist jetzt scheiße. Jetzt dürfen nämlich alle Gegner mich aber angreifen. Gut, okay. Wenn es in der Zeit, ich wollte gerade sagen, wenn es ein Racheangriff von irgendeinem Charakter, werden die diesen Kampf noch machen. Und ja. Och, mein Schrei. Schiebe doch nicht. Oh gut, dann mache ich jetzt auch einen Racheangriff. Dann habe ich aber schon wieder einen Tod entsetzt. Das ist doof. Meine Güte, ich bin noch nicht mal in die Scheiße wieder reingekommen und schon habe ich Probleme. Gut, Rai hat einen extra Angriff. Das heißt also, ich werde jetzt mal eben den etwas stärkeren Kerr töten. So. Oder auch nicht. Ich liebe es ja, wenn überhaupt nichts läuft, wie ich es plane. Gut, also erstmal darum kümmern, dass die Kerrs sterben und Dorn macht ein Antidot auf Rai. Ich hoffe, dass die Kerrs schneller tot sind, als Rigo dran ist. Hm, so viel dazu. Läuft ja schon mal richtig super hier, ich muss mal sagen. Und brennen, das Sachen, das kommt jetzt. Ich werde wahrscheinlich auch gleich mal vom Heilkräuter einsetzen. Dafür habe ich die scheiß Teile. Ich brauche die PM auch gleich für den Kampf. Später. So. So, und ja, auch dann ist der zweite Curry tot. Der zweite Curry ist tot. Und so. Mein Gott. Das läuft doch richtig, richtig geil, muss man sagen. Erreicht einen extra Schlag, also auf den Magigo. Der Puffgo kann die Rache machen. Gut, aber der nächste Angriff geht auf den Puffgo. Ein Tepo greift den Magigo an und Lorne greift den Aigo an. Und ich hoffe, dass der Kampf dann jetzt... Jawoll, Rai! Genau so muss es gehen. Und warum? Ich dachte, ich kann es nur einmal. Ach nee, das waren andere Gegner. Hoppla! So, erstmal Magigo tot. Dann jetzt Aigo ganz tot. Und die Gegner sind geschlagen. Sehr, sehr schön. Oh, Rai ist sogar kurz vom Level ab. Das ist auch nicht falsch. Cool. So, aber jetzt erstmal hier heilen. Meine Fresse. Also erstmal hier Heilkräuter. Zack, zack und zack. Oh, schön Heilkräuter. Da kann man nichts machen. So, dann jetzt in die Höhle des Nur. Und von kommst mal schon, dann geht's schnell weiter. Eine Blutspur. Das wird Blut vom Monster sein. Ja, ist es auch. Dann diese Blutspur folgen wir jetzt einfach mal. Allerdings gehe ich auch in die Seitengänge und so, denn da finden wir auch schöne Sachen, die das Leben, ganz viele tolle Sachen, das Leben schöner machen. Und ich hau vor diesen Curls ab. Och man, diese scheiß Wölfe, die lassen mich einfach nicht abhauen. Das gibt doch nicht. Och, nicht schon wieder Kloren. Bitte geh daneben, bitte geh daneben, bitte geh daneben. Och, mein Gott. So, zweiter Versuch abhauen. So, tschüss. Geht doch, warum nicht gleich so? Die neuen Gegner, die wir hier begegnen werden, es gibt zwei davon. Die werde ich zwar noch mal kurz zeigen, allerdings werde ich dann jetzt hier die größte Teil hier abhauen. So, nun komme ich hier in die Vorratshöhle, oder wir sind also in die Abfallhöhle des Bösen Monsters. Und hier finden wir einen Krummsäbel, eine Waffe, die wir auch jetzt gleich mal eben den lieben Lorne ausrüsten werden. Nee, Quatsch, wir ausrüsten. Flügelklinge. Ah gut, ist ein bisschen... Ah nee, der Krummsäbel ist scheiße, genau so war das da. Ich bringe die Sachen durcheinander. Ach, mistig ist der Gegner. Ich würde mich echt mal freuen, wenn es in meinem Gebiet kommen geht, wo es keine Gegner gibt. Und super, super. Hier haben wir gleich schon mal die Untoten. Die Untoten beginnen gleich einmal mit dem Status-Effekt verwirrt. Bedeutet also, es kann sogar sein, dass die ihren Kameraden angreifen. Hätten wir auch jetzt schon die Fähigkeit Einfluss, könnten wir auch befehlen, greife diese Person an, beziehungsweise greife euren Kameraden an. Die Untoten sind sehr langsame Gegner. Deswegen ist es halt ganz generell normal, dass man halt hier alle Charaktere einen extra Angriff bekommen.
Moment mal, ich wollte auch wenn schon dann einheitlich die angreifen, die nicht verwirrt sind, denn die Verwirrten können ja auch mal ihre Kameraden angreifen. Hoffe ich zumindest mal, dass mal passiert. Ab und zu kostet es doch wirklich schon mal. Gott. Das geht aber ganz schön gut auf. Wow. Keine Ahnung, ich kann auch Schaden. Gut Schaden bekommen. Allerdings sind die Untoten auch, naja, die sind relativ stark. Wir hatten auch ein bisschen Glück, dass wir halt die Initiativangriff bekommen haben. Und ja. Diese Untoten werden jetzt nochmal sterben. Aber diesmal endgültig. Hoffe ich zumindest mal. So, jetzt kommt hier meine Runde und die Untoten sind eigentlich in der Regel mal jetzt dran. Das muss doch so sein. Sehr schön, dafür gab es 8 AP und Rai steigt ein Level. Das ist Föhn. Und ich möchte trotzdem in den Part gerne noch den Boss reinkriegen. Das wäre noch Föhner. Aber ich möchte auch gerne euch alle Sachen zeigen. Das habe ich auch so ein bisschen in den Schwiespalt. Entweder die Kreatur noch in den Part reinkriegen oder halt was zeigen. Aber ich denke mal... geil. Egal, Rai greift die Kost an und Tipo und Ryu kümmern sich um die Fledermäuse. Denn diese Gegner sind sehr schwach, denn die Fledermäuse verteidigt. Ist erstmal das Erste, was sie machen in jeder Runde. Also nicht in jeder Runde, wenn der Kampf beginnt. Die verteidigen erst einmal. So, und deshalb allerdings sind sie trotzdem noch so schwach, dass sie dann mit den ersten Treffern, die er bekommen, sterben. Und ich habe keine Ahnung, wie viele AP die haben. Die sterben einfach. Das ist ja eigentlich auch gut so. So, der erste Curse sollte dann auch jetzt endlich sterben. Sehr schön. Und der zweite Curse benutzt kein Chloren, das ist doch besser. Und wird nun auch nun von Tipo und Norn zersäbelt. Oder auch nicht. Beziehungsweise angesäbelt und Rai macht den Rest. Vorausgesetzt, er trifft jetzt. Er geht doch, warum nicht gleich so. So, und dann ist doch das erledigt und Norn lernt Schutz. Und Tipo lernt nichts. Schutz ist erhöht Verteidigung. Ein verteidigungsbuffender Zauber. So, da wollen wir doch erstmal jetzt bei der Spur der Bestie folgen. Und zwar hierhin in diesen Höhlentrakt. Wie es aussieht. Ein Fluss durch eine Höhle. Oh. Scheiße. Die Blutspur endet hier. Das ist natürlich super. Anscheinend ist die Kreatur im Fluss gesprungen und wir finden eben 200 Zelly. Der braucht mir sicher nicht mehr. Läuft ja ganz gut. Wenn jetzt nicht noch mehr Gegner kommen, könnte ich die Nurse und die Nur sogar noch in diesen Part reinkriegen. Hey! Ich glaube, ich hab's! Hä? Was hat Tepo? Er wird ins Wasser gesprungen sein! Um abzuhauen! Ja! Ja, genau! Das ist auch so weit, ist auch so schwer drauf zu kommen. Vermutlich hast du recht. Und wie kriegen wir ihn jetzt? Das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Das hilft natürlich weiter. Nun, wollen wir uns doch manchmal in der Höhle hier umsehen. Aber erstmal wollen sich wieder Gegner in den Weg stellen. Das ist natürlich toll. Nur ein Untoter. Die kriege ich doch schnell platt. So, erstmal hier 25. Und ja, Untoter haben relativ viele HP. Das ist natürlich wiederum kein Problem. Vielleicht kriegen wir auch jetzt nur einen Angriff ab. Ja, wir kriegen auch nur einen Angriff ab. Vielleicht geht aber auch daneben. Yay. Und dann Untoter tot. Mal wieder. Also bei einzelnen, also... Also, wir geben jetzt ja kein Problem und ja, Rai kriegt irgendwie schnell. Ah, ja, gut, Rai hat auch ein bisschen früher seinen Level bekommen als wir. Stimmt ja, habe ich gerade voll vergessen. So, denn nun, um den nur was zu verfolgen, müssen wir nicht diesen Gang rein, aber weiter in die Höhle durchsuchen. Und so, natürlich vor uns wieder Bagien in den Weg stellen. Und es sind ein einzelner Curse auch noch kein Problem. Rai macht da den schon mit einem Angriff fast kaputt. Ich hoffe nur, dass er kein Chloren einsetzt. Nö, der auf keinen Fall. Das ist aber gut. So, und damit ist die Gegner auch tot und ein Antidot. Warum denn nicht gleich so? Denn hier finden wir noch eine Leiche. Und hier haben wir ein Blockmesser. Die Waffe, die auch Rai hat, die ist allerdings diesmal nicht für Ryu. Denn Flügelklinge wird austauscht gegen Blockmesser. Ah, nö, genau. Dann kriegt, würde ich mal sagen, Tepo die Blockmesser. So, wundervoll. Ist das dann noch? Ist das nicht schön? Ist doch voll. Voll toll. So, da machen wir aber erstmal hier hoch. Na gut, da kommen wir jetzt in eine Gabelung. Links geht's weiter, rechts finden wir noch ein Item. Und das sind mir definitiv zu viele Gegner. Und die. Ach mein Gott, warum kann das nicht funktionieren? Fledermaus verteidigt. Chloren, das fängt ja schon mal wieder super an hier. Gut, ihn daneben. Und der Untote, oh gut, er hat einen anderen Curl. Und der Untote greift wen an? Ryu.
Lord. Mein Gott, ich bin dir ein richtiger Nazi der gewohnt. Gut, dann würde ich erstmal sagen, Tipo und Rai kümmern sich um den Curl, während Lorne die Fledermäuse tötet. Denn die Fledermäuse, die können, sobald sie eine Runde lang Minster da waren, das waren schon andere, die können auch Blut saugen. Und, ihr wisst ja, Blut saugen bedeutet meistens auch, ich heile mich damit. Ja. So, damit ist auch jetzt die Fledermäuse erledigt. Und bleibt die Curl an. Jawoll, danke! So, dann wird Rai nun ein extra Angriff auf Curl setzen und Tipo auf den Untoten. Zack, Curl ist tot und Untoter ist jetzt angeschwächt. Dadurch wird verwirrt. Allerdings, wenn man bedenkt, dass sowieso nur noch der Untote übrig ist, ist es sowieso egal. Und im Idealfall ist auch jetzt der Untote und besiegt und die Gruppe vernichtet. Wundervoll. Sehr schön. Der Feind ist geschlagen. 10 EP nur. Toll. 16 Zenny, das ist schon mal einfach. Und wir haben bald unsere ersten 1000 Zenny, cool. So, und, ja gut, hier ist ja nur ein Talisman. Ein Ausrüstungsgegenstand, so, als es war, der den Todzustand, der den Autotod verhindert. Mein Gott, ist das die letzte Höhlenfrakt hier. Vorletzte. Und, nee, nicht drei Curse. Drei Curse sind mir zu viel. Und jetzt klappt's auf einmal. WTF! Normalerweise würde ich ja gegen sie gehen erkämpfen, aber da ich die Nuhe auf jeden Fall noch im D-Part reinkriegen möchte. Und wir sind da kurz vor der Nuhe, das ist das Gemeine. Okay, okay, jetzt habe ich es gerafft. Wir springen hier ins Wasser und lassen uns dann zur Stelle treiben, die wir vorher gesehen haben. Genau. Was meinst du, Lorne? Hat Tipo recht? Jo, hat er. Ja, hat recht. Tipo ist weise. Okay, Lon. Du springst als erstes rein. Was? Das ist super. Na gut, kann man nichts machen. Die Strömung ist ziemlich stark. Willst du reinspringen? Ja, bitte. Mit beherzten Sprung. Mit beherzten springen wir ins kühle Nass. Den Fluss entlang. Und in diese Höhle da rein. So, so Leute, ich werde auf jeden Fall noch den nur in den Part reinsetzen. Wird dieser Part ein klitzeklein wenig länger und ihr könnt mich dafür gerne deabonnieren, habe ich kein Problem mit. Haha, siehste, ich hab's dir gesagt. Oh, oh. Was wäre wohl passiert, wenn wir weitergetrieben gegangen wären? Das ist eine gute Frage. Allerdings erstmal, Haare trocknen. Oder sie ihn schütteln und was machen wir uns Sorgen zu werden? Ich vermute, es hat geklappt. Gehen wir. Wir schütteln uns einfach mal eben. So, dann möchte ich aber jetzt gerne die ganzen Heilkräuter einsetzen, denn hier sind wir auch schon direkt vor der Tür des Bosses. Und nun heißt es Boss nur Schnetzel. Ihr seht das ganze Blut hier. Bläh, Blut. Und in dieser Höhle ist nur. Vorstellen Sie aber wieder ein paar Gegner in den Weg. Och, leck mich doch am Arsch, ey. Wenigstens hat das Abhauen deswegen ohne Problem funktioniert. Meine Fresse. Das. Ich bin zwiegespalten. Aber wisst ihr was? Ich möchte ja auch nicht unbedingt unnötiges Unleid antun. Deswegen, liebe Leute, werde ich den Part nun an der Stelle beenden. Und in diesem Part werden wir uns dem Boss, den ersten Boss, der nur gegenüberstellen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn ihr wollt. Macht es gut!